Ein halbes Jahr ist um. Es gibt wieder viel Neues bezüglich des Jod-Experiments, der Jod-Hochdosis-Therapie, die ich abgeschlossen habe. Mein Hashimoto, meine Schilddrüsenerkrankung, neue Laborberichte und ja, auch eine gewisse neue Ausrichtung, was meine Supplementierung angeht. Ich habe euch versprochen, ich halte euch auf den Laufenden und ja, das passiert hiermit. Ich habe eine Playlist angefertigt. Das ist ja ein Experiment, das läuft nun seit 3 Jahren, in dem ich experimentiere mit Jod und dann entsprechend auch meine Schilddrüsenwerte auch ja, euch teile und auch die Antikörper und was jetzt mit dem Hashimoto passiert ist. All das, da gibt es eine Playlist im Internet, das nennt sich das Jod-Experiment, Hochdosis-Jod-Therapie. Und so hat das ja alles dann angefangen und ja, und das läuft jetzt, wie gesagt, einiger Zeit. Das sind jetzt schon 5 Videos drin. Das ist jetzt das 6. Video. Dort könnt ihr, wenn ihr zum Beispiel zufällig auf dieses Video gekommen seid und gar nicht die anderen Videos geschaut habt, schaut euch die anderen Videos an. Da wird ganz genau gezeigt, ich als Mensch, wie ich supplementiert habe. Ich habe angefangen mit der Hochdosis-Jodtherapie und bin dann, ja, in dem nächsten Video nach 3 Monaten ein Update gegeben, dann nach 1 Jahr ein Update gegeben. Dann habe ich Hashimoto bekommen. Ob das kausal mit der Hochdosis-Jodtherapie zusammenhängt, da lässt sich nur drüber vermuten. Aber Schilddrüsenprobleme hatte ich ja definitiv und entsprechend auch die Werte und habe dann angefangen zu supplementieren, weil ich für mich beschlossen habe, dass ich erstmal nicht Thyroxin oder Triodthyronin einnehmen werde. Das sind die Schilddrüsenhormone, mit denen die Wissenschaft heute ja, arbeitet, um eine Schilddrüsenunterfunktion, um Hashimoto, um eine Entzündung der Schilddrüse in irgendeiner Weise zu bekämpfen. Ich hatte jetzt nun Folgendes gemacht. Ich habe das im letzten Video, das war ungefähr vor einem halben Jahr, ein bisschen länger glaube ich sogar, 7-8 Monate, habe ich gesagt, okay, das und das sind meine Werte. Und die Werte damals kann ich euch sagen. Also ich hatte diagnostiziert bekommen, dass ich Hashimoto, eine Autoimmunkrankheit, bekommen habe und dass meine Schilddrüse halt entzündet ist. Ich hatte Werte von TSH von 3,05, von F4 von 11,04 und ein paar Wochen später 11,03. Dann von dem anderen Schilddrüsenhormon, also T3, hatte ich 4,46 beziehungsweise dann 3,5. Jeweils, das waren 2 Tests, die relativ nah beieinander lagen. Und TPO, die Antikörper von 142. Jetzt habe ich Folgendes genommen. Und ich sage euch gleich, die Sache ist diesmal, ganz kurzer Abriss noch. Also ich habe damals angefangen mit einem TSH-Wert von 3,18, habe normal Jod genommen und ich hatte viel Müdigkeit, habe dann normal einfach nur Jod genommen zu mir. Ich habe jodiertes Speisesalz genutzt, nachdem ich das komplett weggelassen habe und dann habe ich auch so Algen und so gegessen. Und dann ist der TSH-Wert runter auf 2,6, ich habe mich besser gefühlt. Und da habe ich gedacht, hey, ich will alles und habe dann eben die Hochdosis Jodtherapie gemacht, weil ich dachte, so ein bisschen Jod hat geholfen, viel hilft viel und ja, und dann ging es aber da, dass mein TSH-Wert wieder hochgegangen ist und ja, ich Hashimoto bekommen habe und ja, meine Schilddrüse, ja, also die Schilddrüsenentzündung, die Entzündung der Schilddrüse ist halt im Ultraschall, ja, dann wurde erkannt und es hat sich was verschlechtert durch die Hochdosis Jodtherapie und ja, und jetzt habe ich halt folgende Sache gemacht, weil für mich, ich habe aber einerseits die Erfahrung, Jod hat mir geholfen und andererseits die Erfahrung, Jod hat mir geschädigt. Und so habe ich dann quasi jetzt in den letzten 7-8 Monaten ja, Folgendes zusammengestellt für mich. Ich nehme 200 bis 400 Milligramm Algenextrakt. Ich verlinke euch alles. Ich sage euch hier die Dosierung und ich schreibe das unten alles, verlinke jedes Supplement, was ich genommen habe, damit ihr ganz genau wisst, was ich genommen habe. Also, 200 bis 400 Gramm Algenextrakt. Eine Tablette davon hat 200 Milligramm. Es ist so, dass ich mal auch an einem Tag 2 nehme, aber meistens sind es 200, deswegen hatte ich 200 bis 400 hingeschrieben. Dann 200 Milligramm Ubiquinon, 200 Mikrogramm Selen. Zusätzlich habe ich noch darauf geachtet, dass ich fast jeden Tag Paranüsse esse. Dann 8000 internationale Einheiten Vitamin D, 400 Mikrogramm Vitamin K2, 5000 Mikrogramm Methylcobalamin und 400 Milligramm Magnesium.
Präparate habe ich euch unten hin verlinkt. Ich habe am Anfang das ein oder andere genommen, aber das, was ich jetzt zuletzt genommen habe, letzten Monate, das ist alles jetzt unten verlinkt. Die Milligrammanzahlen oder die Mikrogrammanzahlen habt ihr bekommen. Und ich hatte euch versprochen, ich halte euch auf dem Laufenden, ja, wie das denn nun weitergeht. Und es gibt frohe Kunde. Es gibt frohe Kunde. Nein, mein Hashimoto ist nicht geheilt. Viele, ja, ja. Da haben sie es vielleicht gedacht oder so. Nein, meine Schilddrüse ist nach wie vor entzündet. Ich habe die Diagnose Hashimoto und daran hat sich nichts geändert. Aber ich habe ja kein T3, also keine, also auch kein T4, also kein Triiodthyronin oder kein Thyroxin zu mir genommen, obwohl das mir von der Wissenschaft, von der Ärztin dringend ans Herz gelegt wurde. Ich habe gesagt, ich probiere es erstmal eben mit der Supplementierung. Ganz kurz zur Übersicht nochmal. Also angefangen vor ein paar Jahren hatte ich TSH 318. Dann hatte ich normal Jod genommen, dann hatte ich TSH 260. Dann habe ich die mit der logischen Lösung anorganischem Jod habe ich überdosiert und bin wieder hoch auf 3,05. Und die Schilddrüsenwerte, ich hatte es euch vorhin schon gesagt, ich will mich nicht wiederholen. Ja, letztlich bin ich nun innerhalb von 6-7 Monaten ist mein TSH-Wert, der nach der Hochdosis-Jodtherapie auf 3,05 war, runter auf 1,58, den hatte ich schon seit Jahren nicht mehr, so einen guten TSH-Wert. Das sind alles nur Werte und das ist alles nicht explizit so was ganz Großes zu sagen. Das ist auch nur eine Tendenz. Und ich lese euch erstmal die Werte vor. T4 ist von 11,03 hoch auf 14,97, bewegt sich damit wieder im Normalbereich. Genauso T3 ist von 3,5 auf 4,77. Und die TPO-Antikörper sind von 142 runter auf 100. Es ist eine Tendenz, also es ist zumindest, es ist nicht schlechter geworden. Es ist ein halbes Jahr oder fast ein ganzes Jahr seit dem letzten Bluttest ist vergangen und meine Schilddrüse hat sich verbessert. Und zwar auf einem Stand, der bisher noch nie zu sehen war. Man muss jetzt noch ergänzen, man weiß noch nicht, an was es liegt. Das ist jetzt mein komplettes Package, mit dem ich jetzt supplementiert habe. Was ich an meiner Lebenseinstellung geändert habe, ist von der Ernährung her, dass ich seit 3 Monaten nur eine Mahlzeit pro Tag esse. Das heißt, mein Insulinspiegel ist relativ weit unten. Ich habe im Internet nichts gefunden, wo man das mit der Schilddrüse verbinden kann. Also hat das wahrscheinlich nichts damit zu tun. Ich möchte das trotzdem zur Dokumentation hier euch auf jeden Fall trotzdem mit auf den Weg geben, dass ihr das wisst, dass ihr alles wisst, was ich weiß. Und ja, daher gehe ich davon aus, dass nach wie vor eine geringe Dosierung von Jod auf jeden Fall eure Schilddrüsenwerte, wenn ihr eine Schilddrüsenunterfunktion habt, oder Hashimoto, verbessert. Und das erste Mal, wo sich das hat sich ja schon mal verbessert. Deswegen habe ich ja erst mit dem Hochdosis-Jodtherapie angefangen. Da hat es von 3,18 auf 2,60 und jetzt ist es von 3,05 auf 1,58. So, und das waren ungefähr dieselben Zeiträume, die dazwischen liegen. Und jetzt ist das noch stärker runtergegangen. Vielleicht liegt das an den Kofaktoren, nämlich an den Ubiquinon, an dem Selen, an dem Methylcobalamin, am Vitamin D, Vitamin K2 und am Magnesium. Man weiß es nicht, aber ich kann euch sagen, ich bin zumindest heute sehr glücklich aus dem Labor rausgekommen und mit der Ärztin halt das besprochen und meine Werte generell, auch die B12-Werte, auch Holotranscobalamin, das ist interessant. Die Ärzte, früher haben sie nur Vitamin B12 gemessen im Blutserum und jetzt messen sie direkt Holotranscobalamin, das aktiv verfügbare B12. Normalerweise macht man das im Rahmen einer Stufendiagnostik. Man geht erst zu einem Blut aus. Das schreibt, glaube ich, auch die Krankenkasse vor. Erst der Blutwert, ist der schlechter, also niedriger als 300, dann im Rahmen einer Stufendiagnostik nimmt man Holotranscobalamin. Was habe ich für einen Wert? Ich habe Holotranscobalamin einen Wert von über 146. Das ist schon echt massiv. Ja, gut, ich habe euch das auch verlinkt, was ich nehme, weil ich habe nämlich einen B12-Mangel gehabt beim letzten Blutuntersuchung. Das hatte nichts explizit mit der Schilddrüse zu tun, eventuell. Und ich habe bis dato ein Präparat genommen, das nennt sich von Jarrow's, das sind die 1000 Mikrogramm zum Kauen. Und die habe ich fast täglich genommen und ich hatte trotzdem B12-Mangel. Und jetzt habe ich das Produkt gewechselt, B12, in der Zeit und mein B12-Wert ist nach oben geschossen. Und das liegt einerseits wahrscheinlich an der höheren Dosierung, andererseits vielleicht auch am Anbieter. Schaut es euch mal an, inwieweit
für euch eure Werte zufriedenstellend sind und vielleicht, wenn ihr B12-Mangel habt, probiert mal das Präparat aus, finde ich persönlich. Ja, ich bleibe natürlich jetzt dabei. Logischerweise hat geholfen. Generell bleibe ich bei den Präparaten, die mir jetzt geholfen haben. Weil meine Schilddrüse ist nach wie vor entzündet. Ich habe nach wie vor Hashimoto, also eine Autoimmunerkrankung. Und ich kann einfach nur fröhlich sein darüber, wenn meine T3 und T4-Werte, meine Schilddrüsenhormone und mein TSH-Wert, wenn das in Ordnung ist, weil ja, so braucht mein Körper jetzt keine Medikamente zu nehmen, obwohl ich diese Krankheit habe. Und ich bin relativ überzeugt davon, dass das der Rohkosternährung geschuldet ist, auf der einen Seite, ja, und zum anderen wahrscheinlich auch auf die Supplementierung durch organisches Jod in einer sehr kleinen Dosis, ganz wichtig, und die entsprechenden Kofaktoren. Das ist das neueste Update. Ich werde euch nach wie vor auf dem Laufenden halten. Ich werde weiter genau dieses, ja, diese Supplemente nehmen und werde in einem Jahr ungefähr, ich habe das heute abgesprochen mit der Ärztin, nochmal die Werte nehmen lassen. Weil manchmal schwankt das ja auch und die Werte sind ja jetzt nicht so extrem krass hoch oder tief. Und dann werde ich sehen und werde auch mal meine Schilddrüse wieder untersuchen lassen mit Ultraschall und schauen, wie das halt aussieht. Auch die Entzündung, man erkennt das. Ich habe heute bei der Ärztin, durfte ich quasi beiwohnen als kleiner Praktikant, wo die Schilddrüse von anderen Personen per Ultraschall untersucht wurde. Und da ja, wurde mir so ja, erklärt und gezeigt, wie man so Schilddrüse auf dem Ultraschall, was das bedeutet und so weiter. Ich habe ein ganz gutes Verhältnis zu der Ärztin und ja, ich finde das sehr gut, dass ich jetzt sozusagen dann einen größeren Einblick habe, was die Schilddrüse angeht, auch aus wissenschaftlicher Seite. Ich habe ja einen sehr starken Einschlag durch die Alternativmedizin. Und mir ist auch wichtig, dass ich auch das Wissen, was wir uns über Jahrhunderte erworben haben, was mit Sicherheit nicht perfekt ist und was mit Sicherheit immer wieder falsifiziert wird, dass ich trotzdem auf diesem aktuellen Wissensstand auch bin und dann eben auch Ultraschallbilder ja, adäquat ja, interpretieren kann. Und bin ich sehr froh und generell jetzt sehr froh mit der Auswertung. Ich weiß, dass es in meiner Schilddrüse noch entzündet ist, chronisch entzündet ist, aber ich werde auch weiter keine Sachen nehmen, außer das, was ich selber supplementiere. Es kostet natürlich ein bisschen Geld, ist natürlich auch blöd, weil ich verfüge jetzt nicht über so viel Geld. Du musst es halt an anderer Stelle sparen, aber es hat mir geholfen und einfach der Verzicht auf Medikamente, das ist mir auch einiges wert. Auch einiges an, dass ich mir halt eben nicht Bioqualität kaufen kann oder eben nicht immer das zu essen kaufen kann, was ich gern möchte oder was, ja, wo mir gerade der Sinn danach steht. Ich habe außerdem noch einen 25 Kilo Sack Hafer und wie ihr wisst, Hafer ist ein super vollwertiges Lebensmittel, gerade wenn ihr das roh konsumiert. Einfach Flockenquetschen nehmen, habe ich ja im Video schon mal zu gemacht. Und dann habt ihr total preisgünstig, ja, könnt ihr euch rohköstlich ernähren. Generell, ihr kennt mein Buch Rohkost vor Lowkost. Ich zeige euch, wie man für 50 Euro im Monat rohköstlich, vollwertig, alle Vitamine, Mineralstoffe, Aminosäuren sind gedeckt, für 50 Euro vollwertig euch ernährt. Und da ist nicht nur Hafer drin. Da sind insgesamt 19 Rezepte und davon sind gerade mal 4 mit Getreide und der andere Rest der Rezepte ist glutenfrei. Und ich glaube, das ist ein Buch, das ist echt so ein bisschen mein Vermächtnis, denke ich, weil ich habe da lange dran gesessen, ausgerechnet, geschaut, kombiniert und eben für Leute, die wirklich wenig Geld haben, 50 Euro im Monat ja, zur Verfügung für Essen und Trinken, dass diese wirklich sich vollwertig rohköstlich ernähren können. Und ja, das sei an der Stelle auch nochmal angemerkt. Gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Ihr seid auf dem aktuellen Stand. Die Playlist, das Jod-Experiment ist ja auch unten verlinkt, falls ihr euch das irgendwo merken wollt oder teilen möchtet. Es gibt sehr viele Menschen, die mit dem Gedanken spielen, die Hochdosis-Jod-Therapie zu machen. Für die ist das, glaube ich, als so Gegeninformation durchaus sinnvoll, das mal zu verlinken. Und ja, auch, dass es sehr wichtig scheinbar ist, Jod zu supplementieren. Allerdings, nach meiner Erfahrung, vor allem organisch, mit allen Kofaktoren. Wobei, mit diesen Kofaktoren, ich weiß nicht, das habe ich während der Hochdosis-Jod-Therapie ja auch gemacht. Also von daher, die sind wahrscheinlich wichtig, aber wichtiger ist vor allem niedrige Dosis Jod. Und organisch sind meine persönlichen Erfahrungen fernab von jeder Wissenschaft, fernab von jedem alternativmedizinischen ja, Pamphlet, was so rumfliegt. Da fliegt ja einiges dran rum. Ja, meine Erfahrung. Gut, das war's. Freue mich und wenn ihr weiter auf dem Laufenden bleiben wollt, was meine Experimente angeht, da gibt es ja doch so immer einiges. Ihr wisst, ich sage euch einfach ehrlich, wie es ist und habe keine Ideologie im Kopf.
Ich habe schon mehrfach gezeigt, auch auf meinem Kanal, dass ich mich wandeln kann. Ich suche einfach nach der Wahrheit, nach der Wahrheit, die ich persönlich begreifen kann. Das ist auch mal so ein Punkt. Und teile euch das mit. Und ja, darum geht es mir, um nicht um irgendeine Ideologie zu verfolgen und irgendjemanden schlecht dastehen zu lassen oder gut dastehen zu lassen, sondern einfach ehrlich mit euch zu kommunizieren und das zu berichten. Ja. Mach's gut. Tschüss.